Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Slay the Spire, wo wir in der zweiten Episode sind und ja, eigentlich soweit ganz gut sind. Mir ist aufgefallen, dass hier eine Zeit tickt, aus irgendwelchen Gründen. Ob das irgendwie eine Relevanz hat, weiß ich nicht. Vielleicht für ein Achievement oder so, aber naja, Karte. Okay, gut, wir gehen in den nächsten Kampf. Wir haben nicht wirklich eine Wahl. Was soll bist du, ein Sklavenhändler? Du siehst mir nicht wie ein Sklavenhändler aus. Du siehst eher, wie ein gebrochener Kerl aus. Also, was machst du strategisch? Dieser Gegner will einen negativen Effekt auf dich wirken und 7 Schaden angreifen. Okay. Dann würde ich sagen, blocken wir die 7 Schaden und hauen ihm eine rein. Er hat viel HP. Ich gehe jetzt momentan stärker auf Schadensmitigierung als auf Aggression. Ob das eine gute Strategie ist, weiß ich nicht. Und wir sind schwach. Jetzt kommt er mit 12 an. Okay. Ich denke, wir werden auf jeden Fall ein bisschen versuchen zu blocken und den Damage erhöhen, weil die anderen sind jetzt nicht so toll wegen dem Ding da. Leider hatten wir nicht wirklich viele Blockfertigkeiten, deswegen musste ich jetzt mehr Schaden fressen, als mir lieb ist. Okay, er macht wieder 7 Schaden. Einen Knaufschlag, könnten aber auch den Body Slam verwenden. Der würde dann 10 Schaden verursachen. Ich denke, ich mache das so. Beziehungsweise 15, weil wurde ja amplifiziert mit dem Verwundbar. So, mehr können wir nicht machen. Ich hoffe, es gibt dann irgendwie eine Möglichkeit, ein bisschen mehr Energie zu bekommen, weil das ist momentan ein bisschen unser Hauptproblem. Was? Das geht schwach, geht nicht mehr weg? Ah, das ist fies. Das ist echt fies. Für den Rest des Kampfes machen wir weniger Schaden. Eieiei. Okay, gib mir. Wir haben zu wenig Blocken. Wir haben zu wenig Blockfertigkeiten. Body Slam werde ich jetzt nicht spielen. Das macht keinen Sinn. Oh, wir haben ihn. Okay, gut. Naja, es lief einigermaßen. Was ist das? Uralter Trank. Er hatte ein Artefakt. Wir hätten den Blocktrank verwenden können. Ich werde den hier mal wegschmeißen. Ich will wissen, was das ist mit dem Artefakt. Blitz und Donner. Füge allen Gegnern 4 Schaden zu und wende einen Verwundbar auf sie an. Okay, ein bisschen AOE ist nie verkehrt. Füge 9 Schaden zu. Lege eine Karte aus dem Abwurfstapel auf den Nachziehstapel. Füge allen Gegnern 8 Schaden zu. Spalten. Spalten hört sich gut an. Können wir diesen Trank hier einsetzen? Nein? Okay. Na gut, wir haben einen Elite-Kampf. Oh oh. Was? Wir trinken den mal. Wehrt ein Debuff ab. Okay. Das ist wundervoll. Was haben wir hier? Wirkt einen negativen Effekt auf dich. Okay, das heißt, einen von den zweien können wir wegmachen. Ein Debuff. Okay, dann hätten wir. Ich würde eigentlich ganz gerne die 9 Schaden blocken. Machen wir auch. Und wir werden auch Spalten anwenden. Das macht hier Sinn, denke ich. Auch wenn Body Slam sehr verlockend gewesen wäre. Aber es sind nur 2 Damage mehr und ich denke, das ist effizienter. Okay, warte mal. Hä? Flüchtig. Hast du diese Karte am Ende des Zuges auf der Hand? Erschöpfe sie. Ist also nur für den Rest des Kampfes aus dem Deck entfernt.
Moment mal, haben wir die jetzt permanent dann drin? Also ich meine, wenn wir sie in der Hand haben, dann sind sie für den Rest des Kampfes raus. Aber kommen sie dann für den nächsten Kampf wieder in unser Deck zurück? Ja oder nein? Wenn ja, dann wäre das schon ein bisschen fies. Das könnten wir spielen. Er macht, die machen aber immer noch ein bisschen viel Schaden. Das ist 18 Damage. Ich denke, hier müssen wir wahrscheinlich eher etwas in die Offensive gehen. Weil wir sonst... Ja, wir müssen sie ein oder zwei so schnell es geht wegkriegen. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Warum? Warum wird das nicht abgewehrt, hier diesen negativen Effekt? Nun gut, ziehen wir eine Karte. So, wir gehen erstmal auf den da. 8 auf alle. Hört sich gut an. Und... Das ist die Frage. Machen wir nochmal Schaden? Auf den zweiten? Ich denke, ja. Ich meine, wir könnten 5 Schaden abwehren. Oder sollte ich das lieber tun? Ne, ich denke, wir kriegen einen Platt in der nächsten Runde. Ich glaube, das ist fast besser. Machen wir nochmal 5 Schaden geblockt. Noch mehr benommen Karten. Ich hoffe, die sind nicht für den Rest des... Spiels in unserem Deck. Na, okay, wir kriegen den nicht platt. Das war, sind jetzt ein bisschen viele Karten. So, gehen wir auf den da. Haben nicht wirklich eine Wahl. Ich hoffe, die sind nur für diesen Kampf hier. Ansonsten haben wir ein bisschen ein Problem. Ein bisschen sehr. Ach, Damage. Okay, ich denke, wir blocken. Body Slam ihn. Machen den nochmal weg. Und dann kriegen wir jetzt nochmal 4 Schaden. Lässt sich nicht verhindern. Aber es ist zumindest jetzt nur noch einer da. Heiltrank haben wir nicht. Blocken macht keinen Sinn. Heißt, wir fügen einfach ein bisschen Schaden zu. Oder den negativen Effekt können wir nicht blocken. Gehe ich mal stark von aus. So, Knarfschlag. Und das war's für ihn. Sehr schön. 6 wieder geheilt. Ein bisschen Gold. Uraltes Tee-Service. Immer wenn du an einem Lagerfeuer kommst, beginne den nächsten Kampf mit... Mit was? 2 mehr Energie, ist es das? Tipp Relikte. Im Spire sind Relikte mit einzigartigen Boni zu finden, die du für den Rest des Runs behältst. Du kannst sie in Truhen oder durch das Besiegen mächtiger Gegner finden. Also Elite zu töten lohnt sich, weil man dadurch diese Relikte findet. Okay, was haben wir? Toben. Füge 8 Schaden zu. Mit jedem Spielen dieser Karte erhöht sich der Schaden diesem Kampf um 5. Wenn man ein sehr kompaktes Deck hat, dann lohnt sich das, was auf unser Deck eigentlich schon fast zutrifft, denke ich mal. Wir haben noch nicht so viele Karten. Füge 12 Schaden zu, wende 2 schwach an. Das aber kostet 12, kostet 2. Ist allerdings besser als, ich meine, die Schläge. Ich meine, 8 Schaden für sich sind eigentlich schon mal nicht schlecht. Ich denke, wir nehmen das Ding mit. Lagerfeuer. Da es vorhin hieß, dass wir Relikte auch am Lagerfeuer finden können, würde ich fast sagen, wir gehen hier hin, weil... Ja, warum nicht? Dann sehen wir auch mal, was das ist. Zeit für eine Pause. Ausruhen. Schmieden.
Heile dich um 30% deiner maximalen TP. Das wären 24. Wie sieht's aus auf der Map? Wir haben keine Ahnung, was das ist. Wir haben eine Schatztruhe nachher. Haben wir irgendwo einen Händler? Wir haben keinen einzigen Händler. Doch, da wäre einer gewesen. Und da unten. Auf unserer Route haben wir keine Händler. Okay. Ich gehe mal auf Risiko und Schmiede. Und zwar... Was können wir machen? Okay, wir können einfach Karten verbessern. Wie viele Karten können wir schmieden? Was soll es das hier? Die eindeutige Bildnummer. Egal. Ja, also bisher ist mir noch keine besseren Blocks. Also wir haben viele Karten, die mehr Schaden machen, aber mir ist noch keine Karte untergekommen, die mehr Block verursacht. Deswegen würde ich was sagen, macht es Sinn, die Blockkarten zu verbessern? Können wir nur eine oder mehr? Nur eine. Okay, schade. Das ist ein bisschen dürftig. Dann wäre wahrscheinlich die Heilung vielleicht besser gewesen. Egal, wir haben in die Zukunft investiert. Und das muss doch zu was gut sein. Was macht der? Ach genau, der macht diesen blöden Buff. Den er für den Rest des Kampfes hat, wo er immer stärker wird. Was ist mit dir? Zusammenrollen. Rollt sich bei Angriffsschaden ein. Erhält 6 Block einmalig pro Kampf. Und er will für 5 Damage angreifen. Okay, ich denke mal... Wir ziehen zuerst eine Karte. Ach ja, genau. Wir haben jetzt die zusätzliche Energie unseres T-Services. Das ist toll. Wundervoll. Dann würde ich sagen, spielen wir... Es spielt nicht wirklich eine Rolle, welche von beiden wir spielen. Spielen wir die. Okay, der hat jetzt seinen Block dazu bekommen. Ist mir allerdings eigentlich egal. Also ich möchte auf... Ich konzentriere mich auf den da, weil der wird immer stärker. Und bei ihm sehe ich da momentan noch nichts. Eine Laus ist das. Okay. So, jetzt greift er auch an. Jetzt haben wir hier die Party People am Start. Wende 3 schwach an. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viel Energie. Ich werde immer Mana sagen. Ach komm, wir nennen es einfach Mana. Wie viel? Das sind 8 plus 9 sind 17. Das reicht nicht, um den zu töten. Das reicht nicht, um den zu töten. Dann würde ich sagen, blocken wir einfach zweimal und hauen ihm nochmal eine rein. Nächste Runde ist er platt. Wir kriegen einen Schadenspunkt. Das ist verkraftbar. Weil wir heilen ja 6. Das heißt, wir haben immer noch 5 plus. Zumindest, falls wir nicht noch mehr Schaden kassieren. Er will einen negativen Effekt auf uns wirken. Das kann er so handhaben. Das ist sein Recht. So, machen wir das mal. Tschüss. Und dann gibt es für dich noch ein bisschen was an Damage rein. Speichelnetz macht was? Weniger Schaden für 2 Züge. Okay. Spielt aber keine Rolle, weil er so oder so weg ist. Das ist doch ganz gut gelaufen, würde ich mal sagen. Erhalte 2, verliere 3 TP. Wenn ich Rüstung habe, wird das dann von der Rüstung abgezogen oder geht das durch die Rüstung? Ist die Frage. Erhalte 5 Block, füge 5 Schaden. So, das sieht gut aus. Erschöpfe alle Handkarten außer Angriffen. Ich denke, wir nehmen die Eisenwelle. 2 für 1, oder? Hört sich gut an. Dann haben wir noch einen Schatz.
Kreatur überspringen? Warum sollten wir das tun? Quecksilbersanduhr. Füge zu Beginn deines Zuges allen Gegnern 3 Schaden zu. Okay, cool. Hört sich doch gar nicht so schlecht an. Noch eine Elite. Wir haben keine andere Wahl. Okay. Hier ist wohl der Endboss und vor dem Boss können wir so oder so immer rasten, so wie es aussieht, egal welchen Pfad wir einschlagen. Okay, machen wir den Elite. Gucken wir mal, was das noch ist. Ein einzelner fieser Gremling Aristo. Dieser Gegner will einen Buff einsetzen. Jo. Erstmal eine Karte ziehen. Moment mal, warum kriegen wir nicht... Immer wenn du ein Lagerfeuer kommst, beginne... Ach so, das ist nur nach dem Lagerfeuer. Okay, kriegen wir mehr Mana. Nicht bei jedem Kampf. Schade. Zu früh gefreut. Nichtsdestotrotz, gib ihm. Damit wir ihn schneller platt kriegen. Erzürnen macht was. Erhält immer, wenn du eine Fertigkeit ausspielst, 2 Stärke. Das ist natürlich fies. Ich sollte das hier versuchen auszunutzen und ihm einfach jetzt massenhaft Schaden reinzuwirken. Ich kann nicht blocken momentan. Deswegen, je schneller wir den Down haben, desto besser. Immer wenn du eine Fertigkeit ausspielst. Okay, das hier ist eine Fertigkeit. Das ist ein Angriff. Okay. Hält der 2 Stärke? Es ist die Frage, ob sich das überhaupt lohnt zu blocken. Das ist ja ein Angriff. 14 Schaden. Weil er kriegt dann halt mehr Stärke. Das heißt, ich denke, wir kassieren 9. Und in der nächsten Runde ist er platt. Hätte ich jetzt mal so gesagt. So, geht das weg? Nein, das bleibt. Ja, schon wieder die Eisenwelle. Aber gut. So, tschüss. Das war's für dich. 28 Gold. Vaira, beginne jeden Kampf mit 1 Stärke. Stärke lässt Angriffe mehr Schaden zufügen. Das hört sich gut an. Und ein Snecko-Öl. Ziehe 5 Karten. Ändere die Kosten deiner Handkarten zufällig. Nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Okay, was haben wir? Feueratem. Immer wenn du eine Status- oder Fluchkarte ziehst, füge allen Gegnern 6 Schaden zu. Macht war, glaube ich, passiv für den Rest des Kampfes, ne? Wir haben keine Status- oder Fluchkarten. Wenn ich mich nicht täusche. Das Ding haben wir noch nie ausgespielt. Wende einen Schwach auf alle Gegner an, erschöpft. Das ist gratis. Immer wenn du in diesem Zug einen Angriff ausspielst, erhalte 3 Block. Ich glaube, das ist ganz gut. Was? Das ist auch nicht schlecht. Ach komm, wir nehmen das hier mit. Aber gut, meine Lieben, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal einen Break und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Ich denke, wir kommen zum Boss dann in der nächsten Episode. Aber wir werden sehen. Bisher ist der Run ja so ein bisschen so lala, würde ich sagen. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Aber naja, gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Wenn euch das Projekt gefällt, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Und vielleicht wollt ihr auch
subscriben für mehr Slay the Spire, andere Roguelikes und sonstige Let's Plays. Bis zum nächsten Mal, habt eine gute Zeit. Euer Northgate.